Hallo zusammen. In diesem Lernvideo beschäftigen wir uns mit der Frage, wie wir Bruchgleichungen mit mehreren Variablen lösen können. Ich habe hier einmal ein Beispiel aufgeschrieben. 1 durch x sind gleich 2 durch x plus 1. Wir sehen, wir haben zweimal die Variable x in dieser Gleichung, jedes Mal in einem separaten Bruch. Die Definitionsmenge dieser Gleichung habe ich hier schon mal aufgeschrieben. Das sind alle reellen Zahlen außer minus 1 und 0, soll an dieser Stelle aber gar nicht so sehr interessieren. Den ersten Schritt bei solch komplexeren Bruchgleichungen ist immer, alle Variablen auf eine Seite zu bringen. Das heißt, in diesem Fall bringen wir den Bruch 2 durch x plus 1 auf die linke Seite, indem wir ihn von der Gleichung subtrahieren. Dann erhalten wir auf der linken Seite 1 durch x minus 2 durch x plus 1 sind gleich 0. Wir haben hier jetzt die Subtraktion zweier Brüche. Jetzt können wir zwei Brüche aber nur dann subtrahieren, wenn ihre Nenner gleich sind. Um die Nenner dieser Brüche gleich zu bekommen, müssen wir sie erweitern. Und zwar erweitern wir den Zähler und Nenner eines Bruches jeweils mit dem Nenner des anderen Bruchs. Was heißt das genau? Schauen wir uns das Beispiel hier an. 1 durch x wird erweitert mit dem Nenner des anderen Bruchs, also mit x plus 1. Das würde folgendermaßen aussehen. 1 durch x mal x plus 1 durch x plus 1 minus, das übernehme ich von oben, das Ganze jetzt andersrum, das heißt 2 durch x plus 1 wird mit dem Nenner des anderen Bruchs erweitert, der ist nur x, das heißt, da rechne ich mal x durch x. Und das Ganze, das übernehmen wir von oben, ist gleich 0. Diese Brüche kann ich jetzt noch zusammenziehen, schreibe ich hier oben weiter. Aus 1 durch x mal x plus 1 durch x plus 1 wird x plus 1 geteilt durch x mal in Klammern x plus 1. Aus dem zweiten Term, 2 durch x plus 1 mal x durch x, wird 2 mal x geteilt durch x mal in Klammern x plus 1 und das ist immer noch gleich 0. Wie Sie sehen, haben wir jetzt hier zweimal denselben Nenner. Das heißt, wir können den Bruch subtrahieren, zusammenfassen. Dann erhalten wir x plus 1 minus 2 mal x im Zähler. Den Nenner übernehmen wir. Das ist x mal in Klammern x plus 1, wie immer noch, mal 0. Zähler dieses Bruchs können wir weiter ausrechnen, ohne groß umformen zu müssen. X plus 1 minus 2 mal x oder auch minus 2x kann man ja sagen, nichts anderes als minus x plus 1, das Ganze geteilt durch x mal x plus 1, das sind gleich 0. Jetzt gehen wir vor, wie bei einer ganz normalen Bruchgleichung, bei der wir den Nenner multiplizieren, um den Bruch loszuwerden. Das heißt, ich rechne hier jetzt noch einmal mal x plus 1 in Klammern. Dadurch kürzt sich der Nenner raus und wir halten auf der linken Seite nur noch minus x plus 1. Auf der rechten Seite rechnen wir 0 mal x plus 1. Das Ganze bleibt aber 0. Und wir sind bei einer ganz normalen linearen Gleichung angekommen, die wir wunderbar lösen können, indem wir plus x rechnen und dann erhalten wir 1 ist gleich x.